Mama, bitte vergiss nicht, dass ich einen brandneuen Rucksack brauche, am besten in der Farbe Pink, Schulbücher und Schulstifte, okay? Ach, mein Schatz, wir sind ein bisschen knapp bei Kasse, aber nach der Arbeit werde ich dir alles natürlich kaufen gehen, okay? Yay, danke Mama, bist echt die Beste. Bis später. Ich habe so Rückenschmerzen, aber ich muss zur Arbeit gehen, damit ich meiner Tochter ein schönes Leben geben kann. Schon wieder so viel Müll. Echt schade, dass Leute verlernt haben, die Mülltonnen zu verwenden und einfach alles auf den Boden schmeißen. Ich hoffe, ich werde heute schnell mit der Arbeit fertig, weil die Geschäfte schließen, glaube ich, ziemlich früh und ich muss noch den Rucksack für meine Tochter Lilly kaufen gehen. Wo mein Mann noch am Leben war, war mein Leben einfacher. Aber jetzt bin ich Alleinversorgerin für die gesamte Familie. Oh, bald bin ich fertig mit der Arbeit. Warte mal, was ist das in der Ecke? Das ist doch ein fast brandneuer Rucksack. Wer schmeißt sowas bitte weg? Oh, das ist perfekt. Dann spare ich mir noch ein bisschen Geld. Der Rucksack ist leider nicht pink, so wie es Lilly wollte, aber blau ist auch eine schöne Farbe. Hallo, ich bin fertig mit der Arbeit. Ja, Frau Meier, Sie haben eine sehr gute Arbeit geleistet. Der ganze Müll ist weg. Dankeschön, ich habe mein Bestes gegeben. Hier ist Ihre Bezahlung, 10 Euro. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Dankeschön, Dankeschön. Bis nächste Woche. Oh, ich hoffe, es wird nicht zu teuer. Hallo, ich brauche eine Schulmappe und Schulstifte. Ja, ich habe genau das Richtige für Sie. Warte, schauen wir mal. Ah ja, genau, hier ist es. Schulmappe und Schulstifte. Das wären dann 10 Euro, bitteschön. So viel? Das ist doch günstig. Naja, günstig ist was anderes. Ich musste den ganzen Tag arbeiten für diese 10 Euro, aber ja, hier ist das Geld. Perfekt, ich werde es einpacken und hier haben Sie es schon. Kommen Sie bald wieder. Dankeschön, einen schönen Tag noch. Oh, ich hoffe, ich habe genug Geld noch für die Miete. Oh. Schatz, ich bin wieder daheim. Wo bist du? Ich gammel gerade im Bett. Oh ja, okay, ich komme zu dir. Hier sind deine Sachen. Oh Mama, endlich bist du wieder daheim. Also, ich bin schon so gespannt, was du mir gekauft hast. Hier, das sind deine Schulstifte und Mappe. Dankeschön, Mama. Oh, das ist perfekt. Und hier ist dein Rucksack. Es ist nicht pink, aber auch cool. Mua, danke. Das freut mich. Kein Problem, mein Schatz. Mama, du stinkst nach Müll. Kannst du dich duschen gehen? Oh ja, Entschuldigung, mein Schatz. Ich komme hier direkt von der Arbeit. Okay, schnell duschen gehen. Oh, mein Husten wird einfach nicht besser. Ich glaube, ich sollte bald zum Arzt gehen, aber ich kann mir das einfach nicht leisten. Warte, ich muss ja schauen, ob wir überhaupt genügend Geld für die Miete haben. Okay, ich glaube, okay, das sind 200 Euro. Das sollte sich direkt für die Miete ausgehen. Aber wir haben kein Geld für Essen. Mama, wo ist mein Essen? Ich warte schon den ganzen Tag. Ich verhungere. Ja, okay, mein Schatz, ich komme schon und mach dir schnell was zum Essen. Entschuldigung. Ich bin so hungrig, ich fall gleich in Ohnmacht, Mama. Bitte mach schnell. Ja, okay, Entschuldigung. Gib mir 5 Minuten, dann ist dein Essen fertig. Okay, danke. Leider haben wir nicht wirklich viel im Kühlschrank, aber ich glaube, Kartoffeln sollten wir noch haben. Ah, perfekt. Hoffentlich verdiene ich bald mehr Geld, damit ich uns besseres Essen kaufen kann. Bing! Oh, Essen. Ah, ist das heiß. Ah, jetzt habe ich mich sogar noch verbrannt. Ah, egal. Hier, dein Essen ist fertig. Mann, habe ich Hunger. Dankeschön, Mama. Nom, nom, nom. Oh, verzüg dich. Dankeschön, tschüss. Eigentlich habe ich auch mega Hunger, aber je weniger ich esse, desto mehr Essen hat meine Tochter. Ach, mein Mann, wieso bist du nur so früh von uns gegangen? Ich vermisse dich so sehr. Moin, moin, Mama, was geht? Ich gehe jetzt in die Schule. Viel Spaß in der Schule, mein Schatz. Ja, ich muss jetzt los. Wir sehen uns dann am Abend. Ah, meine Schuluniform hätte ich fast vergessen. Und Mama, kannst du ein bisschen mehr arbeiten gehen? Ich würde mir gern Make-up kaufen gehen. Also tschüss. Ach, sie will Make-up, aber die Kleidung kann sie natürlich selber nicht aufhängen. Ach, dieses Kind. Guten Morgen euch allen. Hallo Clara und hallo Tatjana, wie geht es euch? Nicht gut, nachdem ich diesen hässlichen blauen Rucksack gesehen habe. Der ist doch cool. Tatjana, schau mal. Ja, der war cool vor 50 Jahren vielleicht. Boah. Meist das weg. Ich glaube, das war sicher nur ein Unfall. Ihr habt das sicher nicht mit Absicht gemacht. Kein Problem, ich kann sie schnell selber aufnehmen. Sollen wir gemeinsam alle in die Klasse gehen? Was haltet ihr davon? Sollte das ein Witz sein?
Nein. Sorry, wir sind nur mit Leuten befreundet, die einen coolen Style haben. Genau. Jetzt zeigen wir dir mal, was ein cooler Style ist. Schau mal, wie cool unser Rucksack ist im Vergleich zu deinen. Dein Rucksack kommt fix von der Altkleidersammlung. Ja, das stimmt. So hässlich. Nein, wir schwimmen in Geld. Und dieser Rucksack hat 2000 Euro gekostet und er ist voll modern. Jeder hat jetzt so einen blauen Rucksack. Was glaubt, wie zählig? Komm, Tatjana, lass uns gehen. Oh, endlich habe ich die Frühschicht hinter mir und ich habe nur 10 Euro verdient. Wie soll ich es nur über die Runden schaffen diesen Monat? Aber zum Glück habe ich nachher noch gleich die Nachtschicht, weil dann verdiene ich ein bisschen mehr. Ich muss jetzt schon schlafen gehen, bevor ich wieder arbeiten gehen muss. Ah, so eine blöde Mama habe ich. Ich habe ihr doch gesagt, ich will einen pinken Rucksack. Tatjana und Clara hatten recht, keiner hat mehr blau an. Oh, ich habe eine gute Idee. Warte, ich muss nur den Schlüssel holen. Ach, perfekt. Mama versteckt doch hier immer Geld. Ich bin einfach so klug und der Mama wird es sicher niemals auffallen, dass Geld fehlt. Warte, ein bisschen Geld lege ich noch zurück, weil sonst ist es zu auffällig. Oh, perfekt. Jetzt kann ich endlich ins Einkaufszentrum gehen und mir auch einen pinken Rucksack kaufen. Und dann kann ich endlich mit Clara und Tatjana befreundet sein. Oh, ich freue mich schon so. Hallo, ich würde gerne einen neuen Rucksack kaufen. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Was haltest du von diesem pinken Rucksack? Oh, perfekt, meine zwei besten Freundinnen haben genau den gleichen Rucksack. Oh mein Gott, du hast so Glück. Wir haben nur noch einen von diesen pinken Rucksäcken und er kostet nur 200 Euro. Voll das Schnäppchen. Was, 200 Euro? Ja, kannst du dir das nicht leisten? Doch, natürlich. Ich war nur geschockt, weil es nur 200 Euro sind. So günstig. Ja, total. Echt ein Schnäppchen. Also, hier sind die 200 Euro. Perfekt, hier ist dein Rucksack. Viel Spaß damit. Dankeschön. Ich kann es kaum abwarten, Clara und Tatjana meinen neuen Rucksack zu zeigen. Aber dieser hässliche Rucksack, der muss einfach entsorgt werden. Wer trägt schon sowas Hässliches? Weg mit dir. Ach, jetzt fühle ich mich schon viel besser. Ach, der Rucksack ist einfach so schön. Oh nein, ich habe verschlafen. Ich muss schnell zur Arbeit. Sie sind 3 Minuten zu spät. Entschuldigung, Frau Diamant, kommt nicht mehr vor. Ja, das will ich auch hoffen. Können Sie bitte schneller laufen? Was laufen Sie so langsam? Entschuldigung. Also ich will, dass Sie hier das alles aufräumen. Haben Sie mich verstanden? Oh, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, so reich zu sein wie diese Familie. Überall liegt einfach nur Geld herum. Was für ein Luxus. Ist das die neue Putzfrau? Hey Putzfrau, was geht? Hallo, Frau Diamant. Ich bin gleich fertig mit Putzen. Das will ich auch hoffen. Oh, warte, hier hast du was vergessen. Volltreffer. Nicht wütend werden. Danke, Frau Diamant, für deine Hilfe. Ich bin gleich fertig mit Putzen. Tut mir leid, dass es so lange dauert. Sind Sie endlich fertig? Ja, ich bin fertig mit meiner Arbeit. Wie putzen Sie bitte? Das haben Sie vergessen. Oh, muss ich übersehen haben. Zuerst kommen Sie so spät und dann putzen Sie noch so schlampig. Sie bekommen nur die Hälfte von Ihrem Gehalt heute. Aber ich brauche das Geld. Ich bin drauf angewiesen. Das ist nicht mein Problem. Das nächste Mal putzen Sie besser. Hallo Mama, ich habe hier noch vergammeltes Obst gefunden. Ich dachte, die Putzfrau will es essen. Oh Tatjana, mein Engel, du hast ein Herz aus Gold. Ich weiß, Mama. Oh, das ist wirklich sehr nett von dir. Ja, ich weiß. Und nun gehen Sie bitte. Ich hänge nicht mit armen Leuten ab. Oh, danke. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Hey Leute, wie geht es euch? Du Nachmacherin! Jetzt, wo ich den gleichen Rucksack habe, darf ich endlich mit euch am Tisch essen? Wir hängen nicht mit Nachmachern ab. Oh. Du bist so eine Nachmacherin. Nein, ganz ehrlich, ich will diesen hässlichen Rucksack nicht. Ich will ihn auch nicht mehr. Schmeißen wir ihn weg. Jetzt im Nachhinein, der Rucksack war eh viel zu günstig. Ja, du hast recht, er war echt zu billig. Aber ich dachte, wir könnten nun endlich Freunde sein. Wir sind keine Freunde mit Leuten, die uns einfach den gleichen Rucksack nachkaufen. Du ekelst mich an. Aber... Kein Aber, das passiert mit Leuten, die uns Sachen nachkaufen. Das nächste Mal überlege es dir nochmal, ob du uns das nachkaufen willst. Ja, genau. Komm, lass uns gehen. Oh, mir ist der Hunger vergangen. Nimm das. Ja, nimm das. Komm, lass uns gehen, Tatjana. Wir hängen nicht mit armen Leuten ab. Oh nein, mein armer Rucksack.
Mann, wieso ist jeder so gemein zu mir? Ich muss mich jetzt schon abwaschen, sonst macht sich Mama noch Sorgen um mich. Mann, ich bin so wütend. Wieso kann meine Mama nicht reich sein? Wieso muss meine Mama arm sein? Nur wegen ihr bin ich in diesem Problem gelandet. Hätten wir mehr Geld, müsste ich durch... Ich kann nicht mehr reden. Nur wegen ihr. Ich hoffe, morgen wird ein besserer Tag. Hatschi. Oh nein, ich fühle mich richtig krank. Aber wenn ich nicht zur Arbeit gehe, wer versorgt unsere Familie? Oh. Ich muss schnell ins Bett. Morgen fängt die Frühschicht wieder an. Oh, so kalt. Hey Mama, ich gehe in die Schule. Oh, du schaust ein bisschen grün aus im Gesicht. Du solltest dir Make-up kaufen. Hey Clara, hey Tatjana, wie geht's euch? Mir geht es gut. Ich hatte ein super Wochenende. Wir sind mit dem Privatjet meiner Eltern über Monaco geflogen. Ja, das war so toll. Schaut mal das Foto an. Ah, aber... du trägst doch diesen alten Rucksack, der ist doch voll außer Mode. Das ist die neueste Mode. Boah. Aber ihr hattet den Rucksack gestern auch noch. Gestern ist gestern, heute ist heute. Ja, genau. Oh, ich muss Lippenstift draufgeben. Oh, viel besser. Ich brauche auch... Mann, wieso schaue ich so gut aus? Clara, meine BF, lass uns gehen. Ich will nicht, dass wir mit ihr gesehen werden. Findet ihr den Rucksack auch altmodisch? Aber sowas von altmodisch. Ja, vom Altkleidercontainer. Komm, lass uns gehen. Ja, voll. Sie ist so ekelhaft. Oh Mann, vielleicht kann ich noch mehr Geld von Mama nehmen und dann mir einen neuen Rucksack kaufen. Ich muss ja schon wieder in die Arbeit gehen. Oh nein, Lilly hat ihr Jausenobst vergessen. Aber zum Glück arbeite ich heute in ihrer Schule. Dann kann ich sie direkt vorbeibringen auf der Arbeit, also während ich arbeite. Hey Leute, darf ich mit euch zum Mittag essen? Na, mir ist der Hunger vergangen. Ja, meiner auch. Oh je, soll ich zur Schulärztin gehen und euch Medizin holen? Medizin gegen dich, bitte. Warte mal, ist das meine Mama? Oh nein, komm nicht her. Ach, Lilly, mein Schatz, du hast deine Jause vergessen. Hier ist dein Obst. Ich gehe wieder mal. Ich will dich und deine Freunde nicht stören. Oh mein Gott, du bist auch unsere Putzfrau. Und das Obst, es ist vergammelte Obst. Hab ich dir doch gegeben. Ja, das ist auch unsere Putzfrau. Putzfrau, was bringst du mir? Obst? Fräulein, bitte was? Meine Mama hat gesagt, dass die Putzfrau nicht mal putzen kann. Ja, meine Mama hat sich auch schon über diese Putzfrau beschwert. Hier, ich brauche deine Almosen nicht. Aber, was geht denn hier vor sich? Seit wann redet meine Tochter so mit mir? Ach, ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren, weil ich brauche das Geld. Wir brauchen das Geld. Meine Mama sagt, Leute, die ihre Arbeit nicht richtig machen, sind Kaka. Lass mich ein Foto machen. So geil. Oh, schau mal. Die Busfrau hat Kaka auf dem Kopf. Sag mal, das ist doch nicht witzig. Nein, ist es nicht, aber das ist witzig. Oh Mann, ich habe den Kopf verfehlt. Witzige Aktion, Carmen. Lass mich in Ruhe arbeiten. Ja, lass sie in Ruhe arbeiten. Hier, nimm es auf. Also, die Kinder heutzutage haben echt keine Manieren. Und was ist los mit meiner Tochter? Putze schneller. Ja, putze schneller. Und nun verschwinde. Keine Sorge, ich verschwinde eh schon. Haha, Leute, das war so eine lustige Aktion. Habt ihr ihr Gesicht gesehen? Oh, ich muss schnell aufs Klo, ich komme gleich wieder. Mama, das tut mir so leid, aber du hast mich voll blamiert von meinen Freunden. Was sollte ich nun machen? Wir werden daheim drüber reden. Okay. Ich hoffe, du weißt, dass ich all das nur mache, um dir ein schönes Leben zu geben, Lilly. Hallo, ich bin fertig mit meiner Arbeit. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Hier ist Ihr Geld. Danke schön. Danke, bis zum nächsten Mal. Sie sollten zum Arzt gehen. Sie sehen nicht sehr gut aus. Ja, werde ich machen. Ich gehe jetzt nämlich zum Arzt. Hallo, ich würde gerne Medizin kaufen. Ich habe Probleme beim Atmen und mir ist super übel. Das klingt aber nicht sehr gut. Sie sollten von einem Arzt behandelt werden. Ja, ich weiß, aber ich habe keine Zeit, weil ich arbeiten muss und ich habe auch nicht das Geld. Sind Sie sich sicher, Sie wollen nur die Medizin? Ja, ich bin mir sicher. Okay, ich mache diesmal eine Ausnahme, aber Ihr Husten klingt wirklich sehr, sehr schlimm. Sie sollten sich das sofort von einem Arzt anschauen lassen. Hier ist Ihre Medizin. 10 Euro bitte. Hier. Danke und gute Besserung. Dankeschön, Doktor. Ich hoffe, mir geht es bis zur Nachtschicht besser. Oh.
Ich bin so froh, dass die Medizin schon wirkt und mein Husten nicht mehr so stark ist. Ich habe zum Glück noch 10 Minuten, bevor meine Nachtschicht anfängt. Ja, diese Familie, schon wieder Miete nicht gezahlt. Wo ist mein Geld? Ich warte. Oh nein, oh nein. Mach gefälligst die Tür auf. Ja, sofort. Kommen Sie rein, Vermieter. Na, wurde auch langsam Zeit und jetzt gibst du mir mein Geld. Ja, kommen Sie, ich habe die Miete hier. Tut mir wirklich leid für die Verzögerung, aber hier ist das Geld. Während 10 Euro, 20 Euro, warte mal, wo ist das restliche Geld hin? Willst du mich etwa veräppeln? Das Geld war gestern noch hier, man muss es gestohlen haben. Als ob jemand bei armen Schluckern wie euch einbrechen würde. Oh, schon wieder lügst du mich an. Ich erwarte die volle Summe bis übermorgen und sonst knallt es. Ja, ich verspreche es. Ja, ich werde das Geld bis morgen auftreiben. Es kommt nicht mehr wieder vor, es tut mir so leid. Hier ein kleiner Vorgeschmack, wenn ich bis übermorgen das Geld nicht sehe. Nächste Mal wird es nicht nur dein Gesicht sein. Was mache ich nur? Wo ist das ganze Geld hin? Ich habe so hart dafür gearbeitet. Was ist passiert, Mama? Mein Schatz, man hat bei uns eingebrochen. Das Geld für die Miete ist weg. Was, wirklich? Wer würde sowas nur machen? Das frage ich mich auch, aber zum Glück habe ich einen zweiten Job angefangen. Mama, das ist super, dann haben wir doppelt so viel Geld. Ja, ich hoffe, es wird für die Miete wenigstens reichen diesen Monat. Voll super. Mama, jetzt wo du 2 Jobs hast, hast du vielleicht 5 Euro für mich für Make-up? Mensch, Lilly, immer denkst du nur ans Geld ausgeben. Wenn genug am Monatsende noch übrig ist, dann kriegst du deine 5 Euro für Make-up, okay? Oh Mann, okay. Viel Spaß bei der Arbeit. Voll super. Jetzt, wo Mama einen zweiten Job hat, heißt es, dass wir natürlich auch mehr Essen kaufen können. Oh mein Gott, das heißt, ich kann alles, was im Kühlschrank ist, essen. Ich hatte so Hunger. Köstlich und nun ein Mittagsschläfchen. Kommen Sie. Hier gibt es den frischesten Sushi. Wer will Sushi? Frischesten Sushi gibt es nur hier. Schön für Ihre hervorragende Arbeit. Hier ist Ihr Geld. Geht es Ihnen gut? Ja, alles okay. Oh, endlich bin ich fertig mit der Frühschicht. Ich muss noch schnell das Geld zur Seite legen. Und ich glaube, ich habe noch 10 Minuten, bevor die Nachtschicht anfängt. Ich muss noch schnell was essen gehen, weil sonst falle ich ja komplett um. Wir haben ja gar nichts beim Kühlschrank. Oh, Lilly muss wohl alles gegessen haben. Ist ja nicht schlimm. Wenigstens hat sie keinen Hunger mehr. Oh, habe ich gut geschlafen. Jetzt noch schnell frühstücken, bevor ich in die Schule gehen muss. Warte, wieso ist der Kühlschrank leer? Oh Mann, Mama war wieder nicht einkaufen. Mama! Oh, wo ist sie nur? Ich hab Hunger. Mama, wo bist du? Ach, sie muss noch bei der Arbeit sein. Oh, jetzt muss ich einfach hungrig in die Schule gehen. Aber zum Glück haben wir Kunstunterricht. Hey Leute, wie geht's euch? Gut. Ich muss ein bisschen weg von ihr. Sie stinkt. Tiana, hast du auch ein Geschenk bekommen? Ja, natürlich. Sollen wir dann unsere Geschenke auspacken? Ja, okay. Was habe ich bekommen? Oh, das neue Apple Phone. Meine Mama ist die Beste. Oh mein Gott, ich habe ein Apple-Buch bekommen. Oh, mein Papa ist der Beste. Oh, zum Glück haben wir beide reiche Eltern. Ja, voll. Hast du eigentlich auch ein Handy? Ja, natürlich. Dann bring's morgen vorbei. Ja, bring's morgen vorbei. Dann bekommst du sogar unsere Telefonnummer. Ja, okay, passt. Wir sind nur befreundet mit Leuten, die Handys haben. Ja, zum Glück habe ich ein Handy. Genug geredet. Geh aus meinem Weg. Ich muss noch mein Kunstwerk vervollständigen. Wunderschön. Von der Putzfrau. So lustig. Hast du nicht gesagt, sie ist auch deine Putzfrau? Ja, natürlich, sie ist auch unsere Putzfrau, aber ich finde die Zeichnung schon sehr gemein. Es ist lustig, nicht gemein. Hier, gib es deiner Putzfrau. Ja, ich werde sie geben. Und vergiss nicht, dein Handy mitzubringen. Ja, werde ich machen. Bis später. Mann, wieso muss mich Mama auch immer so blamieren? Aber ich habe eine sehr gute Idee, wie ich zu einem Handy komme. Mamas Hochzeitsring vom Papa ist sicher sehr viel wert. Damit kann ich mir sicher ein Handy kaufen und dann kann ich endlich mit ihm befreundet sein. Oh, ich bin so klug, das ist so eine gute Idee. Und Mama wird sicher nie drauf kommen. Hallo, ich würde gerne ein Handy kaufen. Kann ich mit Ring zahlen? Mit einem Ring? Hä? Okay, zeig mal den Ring. Ja, okay, schau. Der Ring ist ja voll viel wert. Okay, du kannst dieses Handy dafür haben. Wow, danke schön. Und es hat sogar einen Touchscreen. Oh, ich muss schnell in die Schule.
Hey Leute, ich habe mein Handy mitgebracht. Das ist ja voll das alte Modell. Lebst du in der Steinzeit? Schau mal, das, was ich habe, ist das neueste Modell. Und deines ist einfach nur alt. Aber du hast gesagt, ich bekomme eure Nummern und wir können Freunde werden. Sorry, ich meinte, wir sind nur mit Leuten befreundet, die das neueste Handy haben. Kann dieses alte Steinzeit-Handy nicht mehr anschauen. Hey, das ist nicht sehr nett von euch. Wen interessiert's? Geh weg. Du ekelst mich an. Tatjana, chill mal, der Unterricht fängt gleich an. Ja, du hast recht. Ich brauche wohl ein neues Handy. Endlich fertig mit der Arbeit. Ich bin so müde. Warte mal, was ist das für ein Foto? Oh, Lilly, was bringst du so ein Foto nach Hause? Das ist nicht sehr nett, so habe ich dich nicht erzogen. Ich glaube, jetzt sollte ich genügend Geld für die Miete haben. Wo ist mein Hochzeitsring? Das ist das Einzige, was noch von meinem gestorbenen Mann übrig geblieben ist. Wo ist er? Hat man bei uns wieder eingebrochen? Nein, das kann nicht sein. Nein, und auch meine Tochter Lilly, sie würde das nie tun. Sie weiß, wie sehr, wie viel mir der Ring bedeutet. Mein Herz. Mein Herz. Ich muss Hilfe rufen. Mama, ich bin wieder daheim. Was machen Sie hier? Es tut mir sehr leid, aber Ihre Mutter ist im Krankenhaus. Sie muss notoperiert werden. Was? Ja, kommen Sie mit mir mit. Lass uns gemeinsam ins Krankenhaus gehen. Alle auf die Station. Was ist denn hier passiert? Sie muss notoperiert werden, diese arme Frau. Hallo, ich suche meine Mama. Sie wurde heute eingeliefert. Okay, schauen wir mal. Oh nein, keiner der Familienangehörigen haben die Krankenhausrechnung beglichen. Und darum kann deine Mama nicht notoperiert werden. Wie hoch ist die Rechnung? Die Operation kostet 1000 Euro. Was? So viel Geld? Ich werde das Geld auftreiben. Beeile dich, es geht um Leben oder Tod. Ja. Oh nein, wie konnte das nur passieren? Okay, schauen wir mal, wie viel Geld noch gespart worden ist. Das sind doch nur 50 Euro. Oh nein, ich hätte den Ring nicht verkaufen sollen. Mama, Papa, was soll ich nur machen? Okay, ich habe eine Idee. Ich werde einfach alles verkaufen und hoffentlich werde ich genügend Geld sparen für die Mama. Erst jetzt fällt mir auf, wie schön mein Zimmer ist und Mama hat einfach gar nichts in ihrem Zimmer. Ich war so undankbar. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Hallo, kann ich das verkaufen, bitte? Du willst so viel verkaufen? Bist du dir das sicher? Ja, ich brauche das Geld. Okay, dann schauen wir mal, was du hier hast. Okay, das ist nicht sehr viel wert, das ist viel wert. Ich kann dir 500 Euro geben für alles zusammen. Oh nein, ich brauche aber 1000 Euro für Mamas Operation. Nicht weinen, ich habe einen Deal für dich. Du kommst jedes Wochenende arbeiten zu mir und ich gebe dir 1000 Euro. Was haltest du davon? Oh mein Gott, wirklich? Dankeschön, ich verspreche, ich komme zur Arbeit. Gute Besserung an deine Mama. Ja, dankeschön, es ist Freitag. Ich habe das Geld. Perfekt, zeig mal das Geld hier. Okay, perfekt. Notfall, die Operation kann starten. Okay, deine Mama wird jetzt notoperiert. Dankeschön. Setz dich bitte in den Warteraum. Ja, werde ich machen. Okay, legen wir los mit der Operation. Atemmaske, Herz ist stabil. Hallo, die Operation war ein voller Erfolg. Mama. Bitte wach auf. Bitte beruhigen Sie sich. Wir gehen jetzt in den Warteraum. Okay. Mama, bitte wach auf. Beruhigen Sie sich. Ja, Entschuldigung. Okay, lass uns losgehen. Ich bin so froh, dass die Operation erfolgreich war. Mama? Oh Mann, du bist aufgewacht. Es tut mir so leid. Ich werde sowas nie wieder machen. Lilly, bist es du, mein Schatz? Es ist so schön, dich zu sehen. Mama, ich liebe dich. Es tut mir leid. Ich liebe dich auch. Es kommt nie wieder vor. Ich verspreche es. Ich habe die Dinge, die meine Mama für mich jeden Tag macht, für selbstverständlich angesehen, was ich natürlich sehr bereue, denn mir wurde erst jetzt bewusst, dass ich die beste Mama der Welt habe. Und Gegenstände wie ein iPhone und so weiter machen einen nicht glücklich. Und ich möchte mich an unsere Abonnenten bedanken, denn ohne euch würde es mich nicht geben.
So, ich will mich bedanken bei Asmin. Dankeschön für deinen lieben Kommentar und Emily. Du bist einfach so lieb. Und Shiraz, ach, so nett einfach. Und Dankeschön an Hanika. Ganz viel Liebe an dich. Und Kathi Rex, wir senden dir ganz viele Umarmungen. Und Lollipop, natürlich kannst du gegrüßt werden. Und auch Asinat, voll lieb. Danke fürs Folgen. Und Brawl Time TV, super lieber Kommentar. Und Albertos, Dankeschön. Wir hoffen, dir geht es gut. Und Safeyes, Dankeschön. Und Maria Oliveira darf man auch nicht vergessen. Und Jamil Ibrahim, Dankeschön. Ihr seid einfach so lieb und alles gut. Dankeschön. Und Jakob auch noch. Und zu guter Letzt, ganz liebe Grüße an dich, Marva. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls euch dieses Video gefallen hat und ihr keine weiteren Videos in der Zukunft verpassen wollt, dann liked und subscribed. Und danke schön an Simone, dass du uns subscribed hast und alle unsere Videos schon angeschaut hast. Ganz liebe Grüße. Und ihr könnt uns auch auf TikTok finden. Tschüss. Tschüss.